Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 56. Das ist der Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und von Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Förderprogramm Distral, digitale Transformation in Hessen unterstützen und beschleunigen. 203682 ist der Setzpunkt der Christdemokraten. Und ich darf als erstem Redner dem Kollegen Hartmut Honka das Wort erteilen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Digitalisierung stärken und Transfer leben, das ist der Hintergrund, für den Distral als Abkürzung steht. Und bei uns, das wissen Sie, steht im Mittelpunkt der Digitalisierung immer der Mensch. Das ist der Leitgedanke, der uns bei unserer Digitalisierungsstrategie leitet. Meine Damen und Herren, die Digitalisierung, und das ist dann der Ausfluss, soll immer die Menschen nutzen und nicht umgekehrt. Und jeder von uns, der digitale Produkte nutzt oder Programme verwendet, der stellt manchmal fest, manchmal sind sie vielleicht eher für den Entwickler als für den Nutzer gemacht. Und deswegen ist es sehr wichtig, diesen Faktor immer wieder bewusst zu machen und herauszustellen und auch darauf zu achten, dass, wenn wir heute Entscheidungen treffen, sie weitreichende Entscheidungen in die Zukunft sind und dass wir verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert damit umgehen müssen. Wir wissen, meine Damen und Herren, dass wir in einer Wissensgesellschaft leben. Wissen allein ist aber nicht alles. Nur Nichtwissen ist noch schlimmer. Aber was wichtig ist, wir müssen dieses Wissen, was entsteht, auch nutzbar machen. Wir müssen es wirtschaftlich nutzbar machen, damit aus Ideen Realität werden, damit Wertschöpfung entsteht, damit neue Produkte entstehen und Arbeitsplätze in unserem Land entstehen und bestehende Arbeitsplätze gesichert werden. Wir hatten gestern hier eine Aussprache zum Thema Wirtschaftsstandort Hessen, und wir wissen auch, ich glaube, es ging gestern ein wenig unter, dass aber gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen das Rückgrat unserer Industrie, unserer wirtschaftlichen Kompetenz in Deutschland, aber auch gerade hier bei uns in Hessen sind. Und nichts ist so rasant wie der Wandel, und die Digitalisierung ist besonders rasant. Und ich glaube, gerade kleine und mittelständische Unternehmen sind besonders gefordert in diesem Bereich, und sie sind besonders herausgefordert in diesem Bereich, mit diesem Wandel umzugehen. Und sie stehen auch vor besonderen Herausforderungen. Denn gerade kleine und mittelständische Unternehmen, die haben häufig eben nicht die finanziellen Mittel, um die notwendige Transformation, die neuen Ideen, die vielleicht auch bei Ihnen gerade schlummern, die eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickelt haben, in die Realität umzusetzen, eine neue Produktschiene nebenbei quasi noch mit aufzumachen. Und an dieser Stelle setzen wir mit Distral als Förderprogramm an. An dieser Stelle soll Distral helfen, dass gerade diese kleinen und Mittelständler, das ist eine von vier Linien übrigens nur, dafür helfen sollen, dass ein bestehendes Unternehmen, das gute neue Ideen hat, die Chance bekommt, diese auf dem digitalen Markt auszuprobieren, sie zu entwickeln und möglichst ein weiteres Standbein zu entwickeln und damit die Arbeitsplätze zu sichern. Und ich möchte gerne Ihren Blick für all die, die noch nicht auf der Homepage des Digitalministeriums mal die Musterbeispiele gelesen haben, all der Unternehmen, die dort gefördert werden, das ist eine bunte Palette aus der Wissenschaft, aber auch aus der Wirtschaft, mal zwei Beispiele herausgreifen. Und aus dem Bereich der Wirtschaft habe ich mir etwas herausgesucht, was sprachtechnisch nicht ganz so einfach ist. Da muss ich mich mal an meinen Zettel halten. Und zwar geht es um die Firma Ecoplan aus dem schönen Künzell, also aus der Mitte Hessens heraus, die im Rahmen einer Machbarkeitsstudie eine herstellerunabhängige Softwarelogik entwickeln möchte, die in Verbindung mit der Blockchain-Technologie funktioniert, um den Anteil der hochsensitiven Informationen aus Customer Relationship Management Systemen von kleinen und mittleren Unternehmen sowie anderen Organisationen sicher und nachvollziehbar speichern zu können. Zugegeben, bei den Worten muss man sich genau an den Text halten, weil das ist jetzt nicht so ganz eingängig. Aber wenn man sich mal damit ein bisschen beschäftigt, dann stellt man fest, und das wollen Sie sich auch mal anschaut, CRM-Systeme gibt es viele. All das, was auf dem Markt ist, ist schön. Blockchain mag es auch schon die eine oder andere Anwendung geben. Die meisten hier im Saale denken wahrscheinlich zuallererst mal an den Bitcoin, der sicherlich eine Anwendung ist, aber nicht gerade die optimalste, wie er ausgestaltet ist. Aber wenn man jetzt das bestehende System, das Ecoplan hat, das als wirtschaftliches System da hat, damit Geld verdient, mit einer neuen Kompetenz verbindet und das funktioniert, dann schafft man neue Wertschöpfung, man schafft neue Arbeitsplätze und man stellt das Unternehmen auf breitere Basis, als es bisher steht.
Und das Unternehmen sagt selbst laut Ihrem Antrag, ohne unsere Förderrichtlinie könnten Sie das einfach nicht, weil Ihnen dafür neben dem laufenden Geschäftsbetrieb einfach die finanziellen Mittel fehlen würden. Und von daher ist es richtig, dass wir solchen Unternehmen mit Landesgeld, mit Steuergeld helfen, neue Produkte heraufzubeschwören. Ja, Kollege Lenders freut sich, Künzell liegt bei ihm in der Heimatgegend, nicht wahr? Genau, wir fördern in der Region, in der Breite unseres Landes und sorgen dafür, dass diese kleinen Mittelständler aus der Breite der Region, aus der Breite Hessens gefördert werden. Das mag jetzt alles nicht so spannend sein wie das autonome Fahren, das autonom fahrende, selbstfahrende Auto auf der Straße. Das gibt sicherlich die schöneren Bilder. Aber es ist für die Substanz unserer Wirtschaft sehr, sehr wichtig, weil gerade in der Rasantheit, die digitale Produkte bedeuten, wo man nicht mehr erst groß Maschinen produzieren muss und Know-how erwerben muss, um Maschinen herzustellen, sondern relativ einfach mit Software sehr weitreichende Entwicklungen machen kann, auf sehr einfachem Wege erstmal, wandelt sich der Markt in rasanter Geschwindigkeit. Und von daher müssen wir diesen Herstellern unter die Arme greifen. Ich möchte gerne aber beim Begriff Wissensgesellschaft bleiben und noch einmal auf die Forschungsförderung kommen, weil auch das ist ein wesentlicher Baustein von Distral. Wir haben heute in der FAZ gelesen, dass es zum Glück unsere Hochschulen so attraktiv sind in ganz Deutschland, dass Forscherinnen und Forscher, die im Ausland sind, wieder nach Deutschland zurückkommen, die hier ihr Studium gemacht haben, ins Ausland gegangen sind, aber jetzt sagen, Mensch, Deutschland ist ein attraktiver Forschungsstandort. Und die wollen wir natürlich auch unterstützen, weil wenn attraktive, engagierte Forscherinnen und Forscher nach Deutschland zurückkommen, Professuren einnehmen, dann besorgen sie natürlich auch dafür, dass immer neue kreative Ideen auch in die Realität umgesetzt werden, neue Studenten neue Ideen haben. Und in diesem Bereich wollen wir dann natürlich auch dafür sorgen, dass Forschungsförderung so aufgestellt ist, dass wir nicht nur einen exzellenten Hochschulpakt haben, sondern dass aus Start-ups, dass Existenzgründungen heraus aus Universitäten im digitalen Bereich noch besser aufgestellt ist und vor allen Dingen auch der Wissenstransfer und der Technologietransfer gut funktionieren. Als Beispiel, und da muss ich leider Herrn Kollegen Stierberg enttäuschen, ich habe nichts mit Nilpferden gefunden, aber dafür im Bereich der digitalen Lehrmittel ist mir das Projekt PROMPT des Leibniz-Institutes für Bildungsforschung und Bildungsinformation aufgefallen, weil die beschäftigen sich mit dem Bereich der Erhöhung des Lernerfolgs und des selbstregulierten Lernens von Kindern in der digitalen Umgebung. Ich glaube, gerade in diesen Bereichen, in diesen Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, ist die Frage, was ist digitale Bildung? Wie findet sie statt? Wie kann sie sinnvoll funktionieren? Ganz existenziell. Und insofern sind es auch gerade die Forscherinnen und Forscher, die sich an diesem Thema gut beschäftigen, richtigerweise beschäftigen. Und es zeigt sich wieder mal eines, der Mensch steht im Mittelpunkt. Das ist Motto unserer Digitalstrategie. Und das spiegelt sich hier wunderschön bei der Auswahl dieser Projekte auch wieder. Ganz aktuell, und das passt jetzt natürlich, das Forschungsprogramm Distral wurde ja zum Jahreswechsel ungefähr aufgelegt, aber jetzt leider wegen Corona, gibt es einen besonderen E-Health Call, der sich nochmal um Projekte kümmern soll, in dem die patientenzentrierte digitale Lösungsansätze im Vordergrund stehen und auch die entsprechende Versorgung an dieser Stelle. Das ist sicherlich ein ganz schwieriger Bereich, aber digitale Technologie im Bereich der Medizin steht auch vor besonderen Herausforderungen, weil wenn am Ende auf der anderen Seite der Technik wiederum ein Mensch sitzt und es geht um seine Leiden und um die Hilfe für ihn, dann ist es eine besondere Herausforderung. Und ich glaube, es ist aber besonders wichtig, dass wir uns auch in diesem Bereich kümmern. Wie kümmern wir uns darum? Gestatten Sie mir ein paar Worte, kurz zum Ende der Redezeit schon, zu den Grundlagen von Distral, nicht nur anhand der Beispiele. Wir haben 4 Förderrichtlinien aufgemacht. Ich habe das eine oder andere schon skizziert. Das eine war eine Machbarkeitsstudie bei der Firma Ecoplan. Das Thema PROMPT ist ein WTT-Projekt, also Wissenstransfer. Wir unterstützen aber auch digitale Innovationsprojekte und die Gründungsförderung. Und wir waren mal gestartet mit dem Programm mit 40 Millionen Euro für die Jahre bis zum Ende der Wahlperiode. Und dank des Hessens-Gute-Zukunftssicherungsgesetzes wurden diese Mittel verdoppelt. Wir können also bis zu 80 Millionen Euro in diesem Bereich einsetzen, um dafür zu sorgen, dass Wissen aus der Idee in die Realität kommt, dass Start-ups gefördert werden, dass Hochschulen gefördert werden und ganz besonders die kleinen und mittelständischen Unternehmen dafür sorgen, dass sie die digitale Transformation gut erreichen und gut schaffen, meine Damen und Herren.
Abschließend ist es sicherlich nicht falsch festzustellen, dass wir in Deutschland vielleicht nicht gerade auf der Skala der gründungsfreudigsten Nationen ganz, ganz weit oben stehen. Aber die, die gründen, die, die gute Ideen haben und sie real in die Realität überführen wollen, denen stehen wir an der Seite. Und mit Distral wollen wir in den Bereichen, wie ich sie eben geschildert habe, Ihnen helfen, Ihre Ideen in die Realität zu überführen, diese digitale Transformation ein menschliches Gesicht zu geben, sie wirksam zu machen und damit Arbeitsplätze heute zu sichern, aber gerade auch für morgen. Und dabei beachten wir immer eines, der Mensch steht im Mittelpunkt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Honka. Nächster Redner ist der Abgeordnete Oliver Stierböck für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist nahezu ein Novum in dieser Legislatur. Die Regierungsfraktionen haben einen Digitalisierungsantrag zum Setzpunkt erhoben. Herzlichen Glückwunsch! Digitale Transformation in Hessen unterstützen und beschleunigen, haben Sie Ihren Antrag betitelt. Das finden wir gut. Damit sprechen Sie uns Freien Demokraten wirklich aus der Seele. Das klingt nach FDP pur. Und Herr Honka hat sogar eben das Wort Blockchain in den Mund genommen. Das erinnert mich persönlich an mein Wahlplakat aus dem Landtagswahlkampf. Bembel und Blockchain. Ich bin begeistert. Das erwärmt mein Herz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch beim Lesen von Punkt 1 habe ich noch ab und zu genickt. In der Tat bietet diese Krise, wie Sie in Ihrem Antrag zu Recht schreiben, auch eine große Chance der Digitalisierung in vielen Gesellschaft- und Wirtschaftsbereichen einen bedeutenden Schub zu geben. Ja, die Corona-Pandemie hat Hessens Digitalisierungsdefizite wie aus einem Brennglas aufgezeigt. Sie hat jenen, die in der Vergangenheit schon im Haus über Digital First Bedenken Second sich lustig gemacht haben, klargemacht, dass sie falsch lagen. Klargemacht, dass sie falsch lagen. Und der Stapel an Akten, den der Kultusminister hier gestern auf seinem Tisch hatte, der war so hoch, der ist ein Sinnbild für den Digitalisierungsstand in diesem Hause. Vom Bildungs-Digitalisierungsminister ist er leider so weit entfernt wie von der gelungenen Digitalisierung an Hessens Schulen. Und deshalb gibt der Punkt 1 des Antrags Schub geben Hoffnung, dass wir jetzt gemeinsam die Veränderungssklerose, die dieses Land und auch diese Landesregierung ergriffen haben, gemeinsam aufbrechen. Allerdings hat es mir beim Lesen der weiteren Punkte dieses Antrags ein klein wenig meiner sehr guten Laune verhagelt. Und das ist bei mir eher schwer. Ich bin ja wie die Ministerin eher ein sonniges Gemüt. Aber von zu viel Honig und Zuckerwatte bekommt man eben Zahnschmerzen. Oder in anderen Worten, etwas weniger Selbstlob hätte es auch getan. Etwas mehr Inhalt in dem Antrag wäre schön gewesen. Das Förderprogramm Distral, für das sich die Landesregierung in diesem Antrag selbst beglückwünscht, ist ein paar Monate älter als die Corona-Krise. Jetzt muss es als Antwort für alles herhalten, eine Komm-aus-dem-Gefängnis-Freikarte. Sie zeigen auf Distral und rufen, wir machen doch schon irgendwas mit Digitalisierung. Dabei gibt es nur ein einziges Problem. Ein einzelnes Förderprogramm ersetzt keine durchdachte Digitalpolitik. Stattdessen erleben wir mit diesem Antrag weiter ungehemmtes Selbstlob dieser Koalition. Ich möchte das einmal an zwei Beispielen deutlich machen. Selbstlobbeispiel Nummer 1, die E-Health-Förderung. Sie feiern sich in Punkt 6 Ihres Antrags dafür, dass es jetzt im Rahmen von Distral einen Sonderaufruf von E-Health-Projekten gibt. Herr Honka hat das ja auch bereits angesprochen. Was soll ich sagen? Schön. Es ist höchste Zeit, dass endlich etwas im Bereich E-Health passiert. Janki Pürsün hat in seiner Rede eben im Tagesordnungspunkt davor auch darauf hingewiesen.
Die 1,8 Millionen Euro, die im DIS-3-Programm für dieses Jahr zur Verfügung stehen, sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stand. Die Landesregierung hat das Thema E-Health bisher vollkommen vernachlässigt. Vom Kompetenzzentrum Telemedizin und E-Health hört man nichts. Eine E-Health-Strategie Fehlanzeige. Verstehen Sie mich nicht falsch. Wir Freien Demokraten freuen uns, wenn jetzt ein paar gute Innovationsprojekte DIS-3-Mittel erhalten. Aber das reicht nicht aus, um die digitale Transformation in Hessen zu unterstützen und zu beschleunigen, wie es ja in Ihrem Antrag heißt. Wir brauchen kein Programmchen, sondern eine Digitalisierungsoffensive für das Gesundheitswesen, die diesen Namen verdient, meine sehr geehrten Damen und Herren. Selbstlobbeispiel Nummer 2, Smart City. Wir freuen uns auch, dass Kassel, Darmstadt und Eichenzell im Bundeswettbewerb Smart Cities Made in Germany erfolgreich waren. Herzlichen Glückwunsch. Diese Bundesförderung als Erfolg der Landesregierung verkaufen zu wollen, ist allerdings etwas zu viel der Eigenlobhudelei. Genauso wie die Behauptung, dass die Geschäftsstelle Smarte Region im Digitalministerium einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg geleistet hat. Laut einer Pressemitteilung des Digitalisierungsministeriums hat die Geschäftsstelle Smarte Region ihre Arbeit im Juni 2020 aufgenommen. Die Bewerbungsfrist für das Programm Smart Cities war hingegen schon im Mai. Also, ich frage mich wirklich, wie schwach auf der Brust muss die Landesregierung und muss diese Koalition im Bereich Digitalisierung sein, wenn sie es wirklich nötig hat, sich so mit fremden Federn zu schmücken, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dieser Setzpunktantrag ist ein guter Spiegel der Digital- und Innovationspolitik der Landesregierung. Schöne Überschriften und dahinter heiße Luft. Ein Marketingministerium. Ich finde, es ist nicht zu viel verlangt, mehr als einen zuckrigen Entschließungsantrag zum Thema Digitalisierung vorzulegen. Wo bleiben denn die wirksamen Vorschläge, Hessen zum Vorranggebiet für Mobilfunk zu machen, indem wir die Genehmigungsverfahren etwa weiter vereinfachen? Fehlanzeige. Wo bleibt denn Ihre Initiative, das lahme hessische Netz zu beschleunigen? Wo bleibt denn Ihre Initiative, schnelles Internet auch aufs Land zu bringen, etwa über Vouchers? Fehlanzeige. Wo bleibt denn Ihre Initiative für ein hessisches LoRaWAN und damit die Voraussetzungen für ein hessisches Internet der Dinge zu schaffen? Fehlanzeige. Während Finnland 300 Millionen € investiert, wo bleibt denn Ihre Initiative, Hessen zum Treiber von 6G zu machen? Fehlanzeige. Wo bleibt denn das Engagement, Frankfurt-Rhein-Main zum Fintech-Standort zu machen? Fehlanzeige. Wir liegen weit abgeschlagen hinter Berlin und vielleicht auf Augenhöhe mit Köln. Professor Hüther hatte bei Maybrit Illner recht. Die haben ein Digitalisierungsministerium eingerichtet, sagte er. Da sitzen 70 Leute, neue Stellen. Warum haben die denn nicht die Digitalisierung der Schulen betrieben? Wir konnten doch erkennen, dass das bisherige Digitalisierungskonzept hier nicht trägt. Da gibt es ein Ministerium, und das ganze Land Hessen fragt sich, was haben die denn seit dreiviertel Jahr, seit ihrem Bestehen eigentlich getan, außer eine viel zu überteuerte Liegenschaft am Kochbrunnen angemietet zu haben. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das mit der Anmietung ist auch irgendwie symptomatisch und programmatisch. Sie haben es sich als Union also gemütlich eingerichtet nach 20 Jahren Regierung. Aber Digitalisierung braucht mehr als Business as usual. Digitalisierung braucht Disruption und Dynamik. Die Ministerin müht sich, und Ihnen bleibt der Dank als Koalition, dass wir heute Ihre Digitalpolitik diskutieren können. Aber dafür gibt es vielleicht kein Nilpferd, aber bestenfalls das Seepferdchenabzeichen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch wir Freien Demokraten haben morgen einen digital- und innovationspolitischen Setzpunkt auf die Tagesordnung gesetzt. Während Sie uns hier bestehende Programme als neue Errungenschaft auftischen, machen wir Ihnen, Herr Honka, einen frischen Vorschlag, wie wir innovative Geschäftsmodelle in Hessen fördern können. Öffnen wir die Geodatenschätze der Verwaltung und machen wir so neue Geschäftsmodelle möglich. Liebe Koalitionsfraktionen, Ihr Antrag bereitet uns Zahnschmerzen.
Ich hätte beinahe gesagt, er ist eine digitalpolitische Nullnummer. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Herr Honka eine digitalpolitische Nummer ist. Aber den Antrag, den Sie hier gestellt haben, ist es. Man hat den Eindruck, dieser Antrag dient nur dazu, eine relativ geringe Medienrezeption der Sinemus-Pressekonferenz hier noch einmal neu zu vermarkten. Wir geben Ihnen aber morgen die Möglichkeit, etwas mehr zu tun als nur Marketing und PR. Wir geben Ihnen morgen die Möglichkeit, Hessen digitalpolitisch konkret wirklich ein Stück voranzubringen, statt immer nur sich selbst zu loben. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner für die Fraktion der Sozialdemokraten ist der Kollege Kaffenberger. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir kommen mal zurück zum Thema. Wir waren ja fast schon in einer Allgemeinaussprache zur Digitalpolitik in Hessen. Am 6. Dezember letzten Jahres wurde das Förderprogramm Distal veröffentlicht. Es ist aus meiner Sicht unumstritten, dass ein Förderprogramm für digitale Innovationen gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen und in der Wissenschaft grundsätzlich natürlich eine gute Idee ist. Aus Sicht der SPD-Fraktion ist es auch nach einem Dreivierteljahr möglich, eine erste Bilanz zu ziehen heute hier. Daher haben wir schon vor etwa 3 Wochen einen Berichtsantrag eingereicht, der voraussichtlich in den nächsten Sitzungen des Wirtschafts- und Digitalausschusses auch beraten wird. Und jetzt kommt kurz vorher hier dieser Entschließungsantrag auf die Tagesordnung im Plenum. Und ja, man hat den Eindruck, da geht es darum, unserer Diskussion, unseren offenen Fragen im Ausschuss irgendwie zuvorzukommen. Das bedeutet, ja, das stimmt. Und was bedeutet es? Ach so, haben Sie nicht gesagt, Herr Wagner, sorry. Dann nehme ich das natürlich zurück. Sie wollen heute aber trotzdem offensichtlich irgendeinen Entschließungsantrag hier beschließen, ohne vorher mal intensiv sich mit den Fakten und der Evaluation des Programms auseinandergesetzt zu haben. Aber wir sehen das positiv. Ich habe nämlich auch ein sonniges Gemüt. Die ersten Argumente tauschen wir jetzt heute aus, und dann können wir in den Ausschüssen ja schauen, ob die Landesregierung dann berichtet, ob sie unsere konstruktive Kritik bereits beherzigt hat. Und ich habe auch mal 2 Beispiele zu Distral aus Hessen gefunden, die deutlich zeigen, was die Landesregierung denn noch besser machen muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, plötzlich war Pandemie. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, in vielen Branchen erst Kurzarbeit. Manch ein Geschäftsmodell wird unmöglich. Und ein Gastronomiebetrieb beispielsweise, der normalerweise viele Caterings für Messen macht, der will eine App entwickeln, um bei digitalen Konferenzen personalisierte Menüs nach Hause zu liefern. Get Together mit Fingerfood im Homeoffice. Klingt spannend erstmal. Plötzlich war Pandemie. Die Schulen wurden geschlossen. Viele hatten Schwierigkeiten, digitalen Unterricht durchzuführen. Manch ein Geschäftsmodell wurde jetzt erst wirklich relevant. Es gibt verschiedenste Anbieter am Markt, die Software für digitale Klassenzimmer anbieten. Auch eins aus Hessen. Dringend notwendige Software, made in Hessen. Klingt spannend. Leider zeigen beide Beispiele, es gibt noch einige Schwierigkeiten bei Distral. Denn das Land hätte schnellstmöglich mehr Personal bereitstellen müssen, um Unternehmen besser bei der Beantragung zu beraten. Der Andrang war einfach schlicht nicht zu bewältigen. Sie sprechen im Antrag lieber von strukturierter Antragstellung und zielgruppenorientierter Beratung. Aber manche Firmen, die mit Distral digitale Geschäftsmodelle hätten entwickeln können, die gibt es vielleicht schon gar nicht mehr. Denken wir ans Get-Together mit Fingerfood im Homeoffice. Distral hätte einfach ein Programm sein müssen, das hessische Unternehmen und Innovationen fördert, auf die dann auch bei Bedarf wirklich zurückgegriffen wird. Denken wir ans digitale Klassenzimmer. Kollege Honka sprach ja die digitale Bildung bereits an. Fast jeder Landkreis, jede kreisfreie Stadt hat jetzt stattdessen eine eigene Möglichkeit für den digitalen Unterricht geschaffen. Und das Kultusministerium schreibt die entsprechenden Funktionen für die landeseigene Schulplattform LANIS jetzt einfach nochmal aus. Aber ich darf jetzt nicht an innovative Geschäftsmodelle und notwendige Apps denken, sondern muss mir Gedanken zu Ihrem Jubelantrag hier machen. In Ziffer 2 heißt es in Bezug auf Distral, es sei ein zielgerichtetes Förderangebot. Weiter heißt es, es sei insbesondere auf Wirtschaft und praxisnahe Forschung ausgerichtet. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, auf Wirtschaft und praxisnahe Forschung ausgerichtet ist im Rahmen der Wirtschaftsförderung so ziemlich alles, aber nicht zielgerichtet.
Bei Distral existieren vier verschiedene Förderlinien, insgesamt sieben, wenn man noch A und B dazu rechnet und den neuen IRF-Aufruf. Es gibt unterschiedliche Module, verschiedene Laufzeiten, Fördervolumen, Förderquoten. Kollege Honka nannte es eine bunte Palette. Ich sage, das ist keine Strategie, das ist ein Gemischtwarenladen. Und wenn hier behauptet wird, Hessen würde mit dieser Förderung im Ländervergleich ganz oben an der Spitze liegen, dann halte ich das für einen Taschenspielertrick, weil viele Bundesländer, die das einfach unter Wirtschaftsförderung verbuchen, das wird hier als Distralprogramm in Hessen einfach vor die Klammer gezogen, und in Summe heißt es bei der Wirtschaftsförderung dann schon lange nicht mehr Hessen vorn. Und wenn jetzt 5,5 Millionen Euro zusätzlich aus dem schuldenfinanzierten Schattenhaushalt für Distral bereitgestellt werden sollen, frage ich mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, mehr Mittel für ein Förderprogramm, in dem Stand jetzt lediglich etwa 20% der Mittel gebunden sind, das wirkt für mich eher nach dem Motto, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Ein Hessenplan sieht anders aus. In Ziffer 5 wird das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum in Darmstadt angesprochen. Das Kompetenzzentrum wird 2016 mit Bundesmitteln gefördert und es unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen bei der Digitalisierung. Die Förderung des Bundes läuft allerdings Ende 2021 aus. Keine Frage, das Kompetenzzentrum hat in den letzten Jahren bereits einer Vielzahl von Unternehmen erfolgreich geholfen. Und deshalb setzt sich die SPD auf Bundesebene auch weiter für eine Förderung ein. Die Landesregierung erkennt mit diesem Antrag ja offensichtlich ebenfalls die Bedeutung des Kompetenzzentrums an. Sie hat jedoch bisher keine eigenen Fördermittel zugesagt. Dieser Antrag wäre eine gute Möglichkeit dafür gewesen. In Ziffer 7, der Kollege Stürbeck sprach auch schon an, geht es wieder um die Bundesebene. Es geht um den Erfolg von drei Kommunen im Bundeswettbewerb Smart Cities Made in Germany. Glückwunsch nach Kassel, nach Eichenzell und natürlich ganz besonders, ich muss das natürlich hier sagen, nach Darmstadt. Im Rahmen des aktuellen Konjunkturpaketes war es insbesondere unser hessischer Kollege im Bundestag, der digitalpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Jens Zimmermann, der sich für zusätzliche Mittel bei der Smart City-Förderung des Bundes eingesetzt hat. Aber zum Schluss noch ein letzter Punkt, der ja den ganzen Tag schon die Debatte prägt, unser Gesundheitssystem. Das Thema E-Health, ein wichtiges Thema, besonders in der Pandemie. Der Bund hatte hierzu auch früher Modellregionen gesucht, und die Landesregierung hatte damals offensichtlich kein Interesse. Für die Digitalisierung im hessischen Gesundheitswesen kommt dieser E-Health-Aufruf im Rahmen von Distral jedenfalls zu spät. Oder setzen Sie damit doch Ihre E-Health-Vorhaben aus der Strategie Digitales Hessen von 2016 um? Hessen soll, so heißt es darin, zu einem führenden Standort für Telemedizin, E-Health und Mobile Health mit internationaler Sichtbarkeit werden. International sichtbar? Ich sage Ihnen, was ich hier ganz konkret in der Nähe sehe. Es wurde von dem Kollegen Stürböck ja auch nicht ganz richtig dargestellt, weil es ist was passiert. Sie haben ein Projekt umgesetzt, liebe Landesregierung. Der ehemalige Bad Nauheimer Bürgermeister übernahm 2018 die Geschäftsführung des Kompetenzzentrums für Telemedizin und E-Health in Gießen. Herr Honka sagte es, Sie kümmern sich eben. Seit Sonntag steht fest, der CDU-Mann soll, wenn es nach der Wetterauer CDU-Kreisvorsitzenden und unserer verehrten Ministerin Puttrich geht, künftig für die CDU in den Bundestag. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sie kümmern sich ums Thema E-Health. Fassen wir das Wesentliche kurz zusammen. Herr Generalsekretär, Herr Pentz, lieber Kollege, jetzt rede ich und ich würde gerne zum Ende kommen. Vielen Dank, dass Sie mir zuhören. Fassen wir das Wesentliche noch einmal kurz zusammen. Setzen Sie lieber die bestehende E-Health-Strategie um, statt in diesem wichtigen Feld gescheiterte Parteifreunde zu parken. Lassen Sie uns mit Distral zügig und gezielt Unternehmen fördern, deren übliches Geschäftsmodell während der Pandemie kaum möglich ist. Stichwort Get Together mit Fingerfood im Homeoffice. Fördern wir künftig mit Distral außerdem zielgerichtete Innovationen. Fördern wir gute Ideen, die dringend gebraucht werden. Stichwort digitales Klassenzimmer. Und statt die Bundesförderung für das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum in Darmstadt nur zu loben, sollte die Landesregierung auch dafür eigene Mittel bereitstellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das wäre eine Strategie, kein Gemischtwarenladen. Ich freue mich auf die Debatte zu unserem Berichtsantrag in den Ausschüssen. Dann gehen wir die Details und helfen dabei, das Förderprogramm besser zu machen. Vielen Dank.
Danke schön, Herr Kaffenberger. Nächster Redner ist der Kollege Felstehausen für die Fraktion DIE LINKE. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die regierungsfragenden Fraktionen bitten uns heute, in ihren digitalen Jubelchor einzustimmen. Herzlichen Glückwunsch! Die Stral hat am 6.12. das Licht der Welt erblickt. Wer das bisher noch nicht wusste, kann es jetzt zur Kenntnis nehmen. Vielleicht der einzig positive Effekt von diesem Tagesordnungspunkt. Es ist ja schon eine ganze Menge geredet worden über Sinn und Unsinn dieses Förderprojekts. Ziel des Förderprojekts soll es ja sein, die Innovationsfähigkeit der Forschung und der Start-ups zu verbessern. Ein Ziel, auf dessen Umsetzung Hessen schon ziemlich lange gewartet hat und wo wir bisher feststellen, weitestgehend Fehlanzeige. Aber schauen wir uns doch einmal jenseits der Hochglanzbroschüren die Realität an. Die hessischen Hochschulen fordern seit Jahren eine bessere digitale Ausstattung, um innovative Projekte voranzutreiben. Dort, meine Damen und Herren, dort entstehen die Ideen, und dort muss das Innovationspotenzial gefördert werden. Durch gute Ausstattung für Lehre und Forschung, durch eine gute digitale Ausstattung in der technischen Infrastruktur, durch Räume, durch Orte, in denen Start-ups ihre ersten Schritte gemeinsam gehen können. Die Konferenz der hessischen Hochschulpräsidenten hat bereits 2018 gefordert, für die Digitalisierung der Hochschulen 5 × 50 Millionen € bis 2025 bereitzustellen. So groß, das haben Sie errechnet, ist der kumulierte Fehlbedarf an den Unis und Hochschulen. Da waren die Probleme, die jetzt durch Corona entstanden oder man muss vielleicht eher sagen sichtbar geworden sind, noch gar nicht eingerechnet. Und was setzen Sie jetzt dagegen? Ein Hochschulpakt für 112 Millionen Euro verteilt auf 5 Jahre. Also nicht einmal die Hälfte dessen, was tatsächlich an den Universitäten und Hochschulen benötigt wird. Bei den Rahmenbedingungen, meine Damen und Herren, muss man sich natürlich fragen, welche Innovationsprojekte sollen denn da eigentlich entstehen und welcher Wissenstransfer wird denn dann eigentlich erwartet, wenn Sie diese Forschung und diese Lehre in so maroden Strukturen nicht beheben wollen. Sie laufen, meine Damen und Herren, der Entwicklung hinterher, und Ihr Förderprogramm kommt zu spät. Es ist, und meine Vorredner haben das auch schon gesagt, es ist undifferenziert und finanziell auch nicht ausreichend ausgestattet. Natürlich, meine Damen und Herren, wir brauchen Innovationen. Wir erleben gerade, wie ganze Wirtschaftszweige zusammenbrechen. In der Automobilindustrie, im Dienstleistungsbereich, im Energiesektor, im Maschinenbau. Da, meine Damen und Herren, bräuchten wir Unterstützung in Schlüsseltechnologien wie der künstlichen Intelligenz, dem angesprochenen autonomen Fahren, der Bild- und Spracherkennung, der digitalen Fertigungstechniken und vielen mehr. Dieses, meine Damen und Herren, wird derzeit in Forschungsverbünden erforscht. Da werden die Grundlagen gelegt. Und da brauchen wir eine Infrastruktur, die es tatsächlich schafft, dieses auch in die technologische Anwendung und in die industrielle Nutzung zu überführen. Aber das, meine Damen und Herren, das werden wir mit Distral sicherlich nicht erreichen. Stattdessen schauen wir neidisch auf Firmen wie Tesla und fragen uns, wie haben die das eigentlich gemacht? Meine Damen und Herren, ja, wir brauchen neue Konzepte, und dafür brauchen wir vor allen Dingen in diesem Bereich Konzepte für den sozial-ökologischen Umbau, weil wir stellen fest, das wird eine der zentralen Herausforderungen der Zukunft werden. Wir brauchen für Wissenschaft und Kreativität, wir brauchen für den Bereich der Start-ups Innovationsförderung, und wir brauchen dafür die Strukturen. Aber Distral, meine Damen und Herren, bietet all das nicht. Sie wollen jetzt mit 20 Millionen Euro jährlich Machbarkeitsstudien, digitale Innovationsprojekte, digitale Gründungsförderung und Wissens- und Technologietransfer fördern. Das ist, meine Damen und Herren, 20 Millionen Euro, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Der
Digitalisierungsausschuss hat sich in seiner Ausschussreise mit der Start-up-Szene in Israel beschäftigt. Man sagt ja immer so schön, Reisen bildet. Nur einmal zum Vergleich. Israel hat 9 Millionen Einwohner, Hessen hat ungefähr 6 Millionen Einwohner. In Israel sind in den letzten Jahren 6.000 Start-ups entstanden, gemessen an der Bevölkerung Weltrekord. Genau das, Frau Sinemus, haben wir uns gemeinsam angeschaut. Insgesamt sind in den Sektor der Innovationsförderung der Start-ups in den letzten 5 Jahren in Israel 5,2 Milliarden Euro geflossen. Das ist die Summe, die dort zur Verfügung steht, um tatsächlich Technologien nach vorne zu bringen. Der Technologietransfer, die Förderung von Spin-offs und Start-ups sind nämlich dort ein zentraler Bestandteil der Innovationsförderung. Wenn Sie dort kommen und sagen, wir stellen in Hessen 20 Millionen Euro zur Verfügung, dann wird man wahrscheinlich sich fragen, aus welchem Ort kommt ihr eigentlich, was ist eigentlich eure Ausgangsposition. Und ja, wir wissen, wie es in anderen europäischen Ländern aussieht, in den baltischen Ländern, in Ländern wie Belgien oder selbst in Portugal funktioniert im Bereich der Digitalisierung vieles besser, und das werden Sie auch mit diesem Programm, da werden Sie den Anschluss nicht erreichen. In Israel, und das wäre tatsächlich etwas, was wir hätten mitnehmen können, in Israel gibt es eine zentrale Stelle, die Israeli Innovation Authority, die koordiniert nämlich alle Bemühungen, die besten Ideen in die Praxis zu überführen. Und sie macht das nicht durch Zuschüsse, sondern durch direkte Beteiligung an den Jungunternehmen. Sie zahlt die Jungunternehmen bekommen direkte Kredite, und im Erfolgsfall, und zwar auch nur dann, zahlen diese Unternehmen diese Kredite mit 3% der jährlichen Einnahmen zurück. Und der Staat trägt in den ersten 2 Jahren 85% der Projektkosten. So sieht Innovationsförderung aus, wenn es erfolgreich sein will. Da geht man tatsächlich auch mit Risikokapital hinein. Und das, meine Damen und Herren, fehlt hier halt völlig. Ich frage mich tatsächlich, wenn wir uns das angeguckt haben, uns gemeinsam überzeugt haben, und ich glaube, ob es Herr Honka war, ob es Herr Stierberg war, ob es alle anderen waren, die dabei waren, ich frage mich, warum nehmen wir dann so wenig mit hier mit zurück? Warum fangen wir nicht an, tatsächlich so etwas hier auch zu machen? Nein, das ist keine neoliberale Rede. Das ist tatsächlich etwas, wo der Staat sich auch Zugriffe sichert am Ende auf Innovationen. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. In Hessen, meine Damen und Herren, erleben wir aber eben nur eine halbherzige Unterstützung, viel warme Worte, ein zu geringes Budget und dafür hier einen digitalen Schaufensterantrag. Liebe Frau Sinemus, Sie werden nicht an Ihren Ankündigungen gemessen, sondern an Ihren Ergebnissen. Aber da können wir bisher nur feststellen, Fehlanzeige, es ist hier nichts abgeliefert worden. Wenn die Sprache kommt auf eHealth in Ihrem Projekt Distral, dann muss man doch einmal sagen, es werden gefördert die Unis, es werden die Forschungsverbände, es werden KMUs gefördert. Aber, meine Damen und Herren, was ist denn mit den Unternehmen, die einen großen Teil des Gesundheitssektors aktiv sind? Was ist denn mit den nicht gewinnorientierten Unternehmen, den gemeinnützigen Unternehmen? Alle die sind nicht in der Lage, an diesem Programm teilzunehmen, aber die sind die Träger unserer Gesundheitsversorgung. Da gibt es dringenden Nachholbedarf. Also ich rede von Caritas, ich rede von den großen gemeinnützigen Krankenhäusern und Ähnlichen. Wenn wir tatsächlich an der Stelle einen Innovationstransfer haben wollen, dann dürfen wir genau diese nicht ausschließen. Meine Damen und Herren, die Gestaltung des digitalen Wandels kann so klein-klein tatsächlich nicht gelingen. Frau Sinemus hat es bis heute nicht geschafft, das Ministerium, das Digitalministerium, das so hoch beachtet war, zum zentralen Akteur der Digitalisierung in Hessen zu machen. Noch immer sind die Prozesse der Digitalisierung verteilt auf diverse Ministerien. Noch immer ist der Bereich Wissenstransfer, E-Government, Breitbandausbau auf viele Bereiche zersplittert und wirken völlig unkoordiniert. Und ich will es mal ganz direkt sagen, Frau Sinemus, und auch an Ihnen festmachen, die wöchentliche Einweihung von Mobilfunkmasten kann nicht darüber hinaustäuschen, dass wir tatsächlich den Entwicklungen hinterherlaufen.
Digitalisierung, meine Damen und Herren, braucht aus Sicht der LINKEN eine ausreichende Förderung, ein klares Konzept und deutlich weniger Ankündigungen und mehr Handeln. Wir werden die regierungstragenden Fraktionen in dem nächsten Ausschuss, aber auch danach, wenn es darum geht, Distral auszuwerten, nicht an der Qualität eines Schaufensterantrages messen, sondern an dem, was tatsächlich auch passiert ist. Und da haben Sie viel zu wenig abgeliefert. Vielen Dank, meine Damen und Herren.